Wie kann es sein, dass der Islam damals so stark wurde im 7. und 8. Jahrhundert und auch lange stark blieb, weil damals gab es das Christentum in Europa ja auch schon? Well, one of the important factors was, der wichtige Faktor war, that Islam was a political military movement. Der Islam war eine politisch-militärische Bewegung. And many of the Middle Eastern countries that had been semi-christianized. Und viele der Mittelmeerraumländer, die halb christianisiert waren, they didn't have an organized military power. Sie hatten keine organisierte militärische Macht. Because Rome had collapsed. Rom ist kollabiert. And so there was no force that could resist the military conquest. Und es gab keine Kraft, die der militärischen Eroberung widerstehen konnte. So, and because printing didn't exist, weil auch die Presse noch nicht existiert ist, also Druckerpresse, the Bible was not available and was not read, war die Bibel auch nicht verfügbar und wurde auch nicht gelesen. Therefore, the people in many of these Christian countries didn't really understand Christianity. Und die Leute in diesen halb christianisierten Ländern verstanden das Christentum nicht wirklich. Only when the Reformation began, erst mit dem Anbruch der Reformation, so the printing press, und der Druckerpresse, Gutenberg Press was invented in 1450. 1450 wurde die erfunden. But first it was printing Latin books. Aber es hat zunächst lateinische Bücher gedruckt. Luther starts translating the Bible into German only in 1520s. Luther hat erst 1520 begonnen, die Bibel ins Deutsche zu übersetzen. Then the press becomes useful. Und dann wurde die Presse nützlich. So Reformation is a literary movement. Also die Reformation ist eine literarische Bewegung. Every reformed city like Zurich and Geneva here. Jede reformierte Stadt wie Zürich und Genf hier have 6 or 7 printing presses that are working 24 hours a day. Haben 6 oder 7 Druckerpressen, die 24 am Tag, Stunden am Tag There laufen. There is a phase in Luther's life. Da ist eine Phase im Leben Luthers. When he is writing a new book every 2 weeks. Wo er alle 2 Wochen ein neues Buch schreibt. Not all of it is worth reading. Nicht alles davon ist gleich lesenswert. But it gives you an idea of the tremendous literary output. Aber es gibt euch eine Ahnung von dem literarischen Output, der verursacht also wurde. Also artistic, a lot of illustrations. Auch künstlerisch. Viele Illustrationen, viele Cartoons. So that and then once he's writing he's insisting that everybody must be taught to read. Und wenn er schreibt, besteht er auch darauf, dass jeder gelehrt werden muss zu lesen. Don't remain illiterate. Bleibt nicht Analphabet. So the church begins to disciple nations when church takes up education as its mission. Und die Kirche fing an, Nationen zu jüngern, als sie auch Bildung als ihre Mission definiert hat. So, the idea of priesthood of all believers. Die Idee der Priesterschaft aller Gläubigen. That is a doctrine that begins the social movement for human equality. Das war eine Lehre, die die soziale Bewegung zur menschlichen Gleichheit hervorgebracht hat. Also begins a movement for education. Aber auch eine Bewegung für Bildung. If every believer is a priest, wenn jeder Gläubige ein Priester every ist, believer must study. Muss jeder Gläubige auch studieren. Everyone needs to know God. Jeder soll Gott and kennen. Everyone has to be educated. Und jeder muss ausgebildet sein. Then you can serve God. Dann könnt ihr Gott dienen. So that begins to transform Europe. Und das beginnt Europa zu verwandeln. The family and church together being means of education. Und die Familie gemeinsam mit der Kirche waren die Mittel zur Erziehung. Then Europe begins to get stronger. Und dann begann Europa stärker zu werden. But to take relate your question to the previous session. Bezieht deine Frage auch auf die vorangegangene Einheit. See, I mentioned that the Christian idea of family was which Islam rejects as one man, one woman only. That is a key to West's strength. Also die Idee von der christlichen Familie mit einem Mann und einer Frau, die der Islam auch ablehnt, das war ein Schlüssel für die Stärke des Westens. In my book I quote Alexis de Tocqueville. Und in meinem Buch zitiere ich Alexis de Tocqueville.
He went to America in 1831-32 from France. 1831-32 ging er nach Amerika von Frankreich. And he wrote two volumes on democracy in America. Und er hat zwei Bände über Demokratie in Amerika geschrieben. And he says all the wonderful things that are happening in America. Und er sagt all die wunderbaren Dinge, die in Amerika passieren. And then towards the end of the second volume. Und dann am Ende des zweiten Bandes. He raises a question. Stellt er eine Frage. Now I have said a lot of good things about America. Ich habe viel Gutes auch über Amerika gesagt. If you ask me what is the chief cause. Wenn ihr fragen würde, was ist die Hauptursache? Of America becoming superior to Europe. Dass Amerika Europa überholt hat und überrundet hat. He says. Da sagt er. It's because of American women. Ist es wegen den amerikanischen Frauen? America is becoming greater than Europe. Amerika wurde größer als Europa, because American women are superior to European women. Weil amerikanische Frauen europäischen Frauen überlegen sind. Now you can forgive him. Ihr könnt ihm das vergeben. Because he wasn't talking about Swiss women. Er sprach nicht über Schweizer Frauen. He was talking about French women. Er sprach über französische Frauen im Vergleich. What made the difference? Was hat den Unterschied gemacht? Not genes. Nicht die Gene. He's talking about white women. Er spricht über weiße Frauen. But he says. Aber er sagt. Well, actually, C.S. Lewis says. Also eigentlich sagt C.S. Lewis. C.S. Lewis has a academic book. Er hat ein akademisches Buch. Called An Allegory of Love. Das heißt eine Allegorie der Liebe. In which he looks at all of the poetry in Europe. Und in dem schaut er die ganze Dichtkunst Europas an. From 8th century to 16th century. Vom 8. bis 16. Jahrhundert. And he says that all of European poetry after Europe has become Christian. Und er sagt, die ganze europäische Dichtung, nachdem Europa christlich wurde, is celebrating adulterous love. Feiert ehebrecherische Liebe. The poets are praising knights. Also die Poeten, die loben die Ritter, including all of their adulterous affairs. Und all ihre ehebrecherischen Affären eingeschlossen. Only in the 16th century, nur im 16. Jahrhundert, a poet like Herbert Spencer comes up, kommen Dichter wie Herbert Spencer, who begins to celebrate sexual love, und die feiern sexuelle Liebe, but in the context of faithfulness in marriage. Aber im Kontext von Treue einer Ehe. So Europe has become Christian, also Europa wurde christlich, but Europe isn't practicing Christian view of sex and love and marriage. Aber Europa hat bis anhin keine christliche Sicht von Sexualität, Liebe und Ehe wirklich that gehabt. Is true today. Und das ist heute auch wieder wahr. America is still the only country, Amerika ist immer noch das einzige Land, where a president, if he lies about his private sex life, he can be impeached. Wo ein Präsident, wenn er über sein privates Sexleben lügt, wo man drüber hinwegsieht. But in France. Wo er dafür zur Rechenschaft gezogen wird. In Frankreich. The president can travel around with his mistress. Da kann der Präsident mit seiner Geliebten durch die Gegend reisen. And his wife can release an album celebrating her 32 loves, adulterous loves. Und seine Frau kann die 32 ehebrecherischen Lieben feiern, oder? This is what made Europe weak, the Christian Europe weak in the Middle Ages. Das hat im Mittelalter das christliche Europa schwach gemacht. Popes have bastard children. Die Päpste haben Kinder gehabt. And they are appointing their children as bishops. Und haben ihre Kinder als Bischöfe eingesetzt. Is this sexual permissiveness? Und diese sexuelle Freizügigkeit weakens women. Schwächt Frauen. So Henry VIII. Also Heinrich der Achte. Has six wives. Hat sechs Frauen. Kills one, divorces the other. Tötet kills eine, one, divorces the other. Scheidet die zweite, tötet eine, scheidet die nächste. So women are weak. Frauen sind schwach. They cannot fight. Die können nicht kämpfen. If they fight, wenn sie kämpfen, husband can kill them or divorce them. Kann der Mann sie töten oder sich scheiden lassen. But when the biblical idea of marriage after the Reformation began to be applied. Aber als nach der Reformation die biblische Idee der Ehe angewandt wurde. Then things began to change. Dann begannen die Dinge sich zu ändern. Europe began to rise up. Und Europa stieg auf. So the question is. Die Frage ist. Why was Islam becoming strong? Warum wurde der Islam stark? Because it had the sword. Weil er das Schwert hatte. And Europe had no organized political structure. Und Europa hatte keine organisierte politische Struktur. Crusades were a response. Die Kreuzzüge waren eine Antwort. Crusades became problem. Die wurden ein Problem.
Because there was Europe had no professional army. Weil Europa hatte keine Berufsarmee. These were knights out on their own venture of looting, raping. Das waren Ritter, die selber losgezogen sind, um zu plündern und zu vergewaltigen. So there was religious zeal and bigotry. Es gab religiösen Eifer und Bigotterie. But no professionalism. Aber keine Professionalität. But once the Bible began to be understood. Als die Bibel verstanden wurde. And people really began to take the word of God seriously in culture. Und Leute haben angefangen in der Kultur das Wort Gottes ernst zu nehmen. Then Europe began to become stronger. Dann wurde Europa stärker. Including in things like family that we have talked about, but science and technology and medicine. Das schließt Dinge ein wie die Familie, von der wir gesprochen haben, aber auch Wissenschaft, Technologie, Medizin, Education, Bildung. None of this came into Islam. Nichts von dem kam in den Islam. Islam couldn't birth science. Islam konnte nicht Wissenschaft zur Islam Welt bringen. Couldn't have families. Keine Familien dieser Art. Its view of sex and marriage was very different. Die Sicht von Sex und Ehe war sehr anders. It didn't have mass education. Hatte keine Massenbildung. And we might talk a little bit more about it a little later. Vielleicht sprechen wir etwas später noch darüber. But I hope I've answered the question. Aber ich hoffe, ich habe die Frage beantwortet. Why was Islam strong? Warum war der Islam stark? Well, the important question is, why did Europe become strong? Die Frage ist, warum war Europa schwach oder warum ist Europa dann stark And geworden? That's the role the Bible played. Und diese Rolle hat die Bibel gespielt. Muslims were not even translating the Quran from Arabic into their own languages. Die Muslims haben nicht mal den Koran von Arabisch in ihre eigenen Sprachen übersetzt. They were not printing Quran. Die druckten auch keinen Koran. You had to copy it. Du musstest den kopieren. It took a long time. Und das hat lang gedauert. So you learned a few prayers. Du hast ein paar Gebete gelernt. It was not opening your mind. Es hat nicht deinen Verstand geöffnet. So the opening of the mind was very important in Europe. Und in Europa war es sehr wichtig, den Verstand zu öffnen. So when I say that every reformed city has 6 or 7 printing presses working 24 hours a day. Wenn ich sage, dass jede reformierte Stadt 6 Druckerpressen hatte, die rund um die Uhr arbeiteten. Or that Luther is writing a new book every 2 weeks. Und dass Luther alle 2 Wochen neues Buch schreibt. It means that there is an intellectual activity happening in Europe. Das heißt, da ist intellektuelle Aktivität in Europa. When Tyndale translates the New Testament into English. Als Tyndale das Neue Testament nach Englisch übersetzt hat. That turns every alehouse into a debating society. Das hat jede Kneipe in einen Debattierclub verwandelt. People are reading the New Testament. Leute lesen das Neue Testament. Now they have God's word. Jetzt haben sie Gottes Wort. So they can judge the bishop. Und da können sie den Bischof verurteilen. Bishop is wrong. Der Bischof liegt falsch. King is wrong. Der König liegt falsch. Pope is wrong. Der Papst ist falsch. Because I have the word of God. Denn ich habe das Wort Gottes. So you go to the pub in the evening. Du gehst am Abend in die Kneipe. You take your bottle of beer, a mug of beer. Du nimmst dein Guinness. And you are having intellectual discussions. Und hast intellektuelle Diskussionen. That's what the printing of the Bible did. Und das hat das Drucken der Bibel geschaffen. Im 18. Jahrhundert. It was the great revivals. Waren das die großen Erweckungen? That made Europe, made the West a thinking civilization. Die den Westen zu einer denkenden Zivilisation gemacht haben. So when Wesley, John Wesley is reaching people who don't go to school, don't go to church. Als John Wesley Leute erreicht, die nicht in die Schule, nicht in die Kirche gehen. They are saved. Die sind gerettet. But they are organized into small Bible study groups. Aber die wurden organisiert in kleine Bibelstudiengruppen. The Bible is a very complex book. Die Bibel ist ein komplexes Buch. You are reading Galatians. Du liest Galater. But to understand a verse in Galatians. Aber um einen Vers in Galater zu verstehen. You have to know Genesis and Exodus. Musst du 1., 2., 5. Mose und Jesaja kennen. So you are studying one chapter of Galatians. Du studierst ein Kapitel Galater. But during the week you go back and you look at all the other data. Aber während der Woche gehst du zurück und schaust dir all die anderen Stellen You're an. You're trying to interpret, make sense of the text. Und du versuchst auszulegen und dem Text Sinn and zu geben. Come back for the next week's Bible study. Und du kommst zurück für die Bibelstudie der nächsten Woche. It was the study of the Bible that opened the mind in the West. Es war das Studium der Bibel, was den Verstand im Westen geöffnet hat. The family became strong. Die Familien wurden stark. The mind became strong. Der Verstand wurde stark. And one can go on, but you can also buy the book to see. Und man kann weitermachen, aber kauft doch das Buch und lest es nach. So the short answer to your question is. Die kurze Antwort zu deiner Frage.
that Islam had sword. Islam hatte das Schwert. Church didn't have, I mean, the West didn't have the sword. Der West hatte kein Schwert, der Westen. An organized military. Also organisiertes Militär. But what began to change the West? Was den Westen verändert hat? Was this book? War das Buch? It produced the kind of technology, etc., that made Europe strong. Das hat die Technologie und alles andere hervorgebracht, was Europa stark gemacht hat. Another question. Eine andere Frage. Was konnte Barack Obama in seinen zwei Amtsperioden bewirken in Bezug auf Islam und Christentum? What could Barack Obama move during his two periods in office in regards to the Islam and the Muslims? And the Christians. Sorry. Obama has. He was given Nobel Prize. Obama wurde der Nobelpreis verliehen. Because President Bush had alienated the Muslims in the Middle East. Weil Präsident Bush die Moslems im Mittleren Osten entfremdet hat. It was hope. Und es wurde gehofft, that because of his father was a secular Muslim, dass aufgrund der Tatsache, dass Obamas Vater ein säkularer Muslim war, from Africa, aus Afrika, he would be a lot more acceptable to the Muslim world. Dass er viel annehmbarer sein würde für die muslimische Welt. And this might he might become a bridge of a healing. Und er, dass er eine Brücke für die Heilung der Beziehung sein kann. But it hasn't happened. Aber es ist nicht geschehen. Like his support for homosexuals. So wie seine Unterstützung für die Homosexuellen. Makes him a target of hatred by the Muslims. Macht ihn zu einer Zielscheibe des Hasses für die Moslems. So, his promotion of homosexuality is not Islamic. Also seine Förderung der Homosexualität ist nicht islamisch. It is secular. Es ist säkular. Good Muslims can't respect him. Also gute Moslems können ihn nicht respektieren. So he hasn't really been able to build the bridge. Also es war ihm nicht wirklich möglich, eine Brücke zu bauen. And he behaved no differently than his predecessors. Und er hat sich nicht anders verhalten als seine Vorgänger. Particularly the problems in Libya and Syria. Besonders die Probleme in Libyen und Syrien. He's played a very important role in creating the same problems. Da hat er eine ganz wichtige Rolle darin gespielt, die Probleme zu schaffen. Because sometimes Libya, I'm sure, I feel that he did it against his better judgment. Bei Libyen, also ich habe das Gefühl, er hat das gegen besseres Wissen gemacht. He could have stood up against Britain and France. Er hätte sich gegen England und Frankreich wenden können. But there are two powerful lobbies, financial lobbies. Aber es gibt zwei mächtige finanzielle Lobbys. That forced him to do things which he probably knew were not right. Die ihn gezwungen haben, Dinge zu tun, von denen er vermutlich wusste, dass sie nicht gut sind. So when Satan says to Jesus, als Satan zu Jesus sagt, he shows him all the kingdoms of the world. Er zeigt ihm all die Reiche der Welt. And he says that their political, military, economic kingdoms are his. Und er sagt, die politischen, wirtschaftlichen Reiche, das sind seine. Their glory, their splendor, their power is his. Ihre Herrlichkeit, ihr Ruhm, ihre Kraft und Macht gehören this ihm. This is very real. Das ist sehr real. Satan is real. Satan ist real. He wants to control nations. Er will Nationen kontrollieren. This is what two Oxford professors are struggling with during Second World War. Damit kämpften zwei Oxford-Professoren im Zweiten Weltkrieg. Both Tolkien and Lewis fought in the First World War. Beide Tolkien und C.S. Lewis kämpften im Weltkrieg. A nobleman was assassinated in Serbia. Ein Adeliger wurde in Serbien ermordet. 100 years ago, 102 years ago, whole of Europe went mad. Und vor 102 Jahren drehte ganz Europa durch. 9 million people were killed. Und 9 Millionen Menschen wurden getötet. Now we have a Second World War. Jetzt haben wir den Zweiten Weltkrieg. How can the most educated nation? Wie kann die am besten gebildetste Nation, die aufgeklärteste Nation, Deutschland, become so wicked? So böse werden?
And both Lewis and Tolkien are saying, you can't understand this. Und beide, Lewis und Tolkien, sagen, das kann man nicht verstehen. Unless you take the supernatural evil seriously. Außer du nimmst das übernatürliche Böse ernst. That's Lord of the Rings. Das ist Herr der Ringe. That is Narnia. Das ist Narnia. And the White Witch. Und die weiße Hexe. That's Screwtape Letters. Das sind die Dienstanweisungen an einen Unterteufel. That's that hideous strength, the third of the science fictions. Das ist die böse Macht, der dritte Band von der Perleander-Trilogie. So, Obama is not just an individual. Also Obama ist nicht nur eine Einzelperson. The issue is whether America will be God's kingdom, where God's will is done, or whether it will be Satan's kingdom. Die Frage ist, wird Amerika Gottes Reich sein, wo Gottes Wille geschieht, oder das Reich des Satan? And not enough people were speaking up when Nazis and fascists were rising up in Germany. Nicht genug Menschen haben ihre Stimme erhoben, als die Nazis und Faschisten in Deutschland aufstanden. Much worse than Nazi Germany. Aber Amerika wird viel schlimmer werden als Nazi-Deutschland. Satan is real. Denn Satan ist real. Not because Americans are bad. Nicht, weil Amerikaner schlimm sind. But Satan is real. Aber Satan ist real. You can't give him the kingdom. Und ihr könnt ihm nicht das Reich überlassen. That's the passion which is driving some of my strong words. Und das ist die Leidenschaft, die einige meiner eher starken Worte, denen die dahinter steht. We've got to challenge the American church to stand up. Wir müssen die amerikanische Kirche herausfordern, aufzustehen. That's a little more than what you had asked. Ist etwas mehr als was du gefragt hast. But well, it really follows up from what you just said. What's going through my mind is you presented a really good presentation of how the Christian solution, if the society were Christian, could be something which would be strong enough to stand up against Islam and in fact bless Islam. Quick break. Can I quickly translate this part? Yes. das beschäftigt mich auch, also von dem, was du schon gesagt hast, du hast ja erklärt, wie eine Nation, wenn sie wirklich christlich ist und christlich verwurzelt ist, aufstehen kann und dem Islam entgegenstehen kann. Das Problem ist, wenn wir heute Britannien angucken, wir haben nicht nur Brexit, wo zum ersten Mal die auch die Namenschristen, also die, die behaupten, dass sie Christen sind, in der Minderheit sind. Was soll die Antwort einer Kirche sein, die jetzt eine Minderheit ist, wenn wir die Bedrohung des Islam sehen? Thank you. Danke. Homosexuals are much smaller minority in Europe. Homosexuelle sind eine noch viel kleinere Minderheit in Europa und in Amerika. But they have won. Aber die haben gewonnen. Because they worked strategically for presenting their case. Die haben strategisch daran gearbeitet, ihren Fall darzulegen. So it's a small bit of leaven. Das ist ein kleines bisschen Sauerteig. That can transform the whole batch of dough. Das den ganzen Teig durchdringt. So Jesus says that the kingdom of God begins with a small little seed planted. Jesus sagt, das Reich Gottes beginnt mit einem winzig kleinen Samenkorn, was gepflanzt wird. And then it grows. Und das wächst. We say no, that's not the kind of kingdom we want. Wir sagen nee, das ist jetzt nicht das Reich, was wir wollen. We want him to come and sit in Jerusalem and rule over this world. Wir wollen, dass er kommt und in Jerusalem sitzt und regiert über die Welt. We don't want the sower who will plant the seed. Wir wollen das Schwert, wir wollen nicht Samen säen. And let the kingdom grow. Und das Reich wachsen lassen. Once again I come back to challenging our theology. Ich komme nochmal wieder zurück, unsere Theologie herauszufordern. That how does the kingdom of God spread? Wie breitet sich das Reich Gottes aus? Just a bunch of persecuted disciples who are fishermen and shepherds and tent makers. Das war eine Handvoll, zwei Handvoll verfolgter Fischer und Zeltmacher, die angefangen haben. Europe is under Roman imperialism. Europa steht unter römischer Weltherrschaft. Paul comes to set Europe free. Und Paulus kommt und setzt Europa frei. He can only come in chains. Und der kommt in Ketten. He comes as a prisoner. Der kommt als Gefangener.
to set Europe free. Um Europa frei zu machen. Because what he's bringing is very powerful ideas. Denn was er bringt, sind sehr kraftvolle the Ideen. Seed of the gospel. Die Saat des Evangeliums. That's what we have got to recover. Und das müssen wir wieder entdecken. That secularism, which now dominates the universities and the press. Und jetzt ist es der Säkularismus, der die Universitäten und die Presse dominiert. Is an arrogant, nonsensical worldview. Aber das ist eine arrogante und auch unsinnige Weltanschauung. And we have got to rise up. Und wir müssen aufstehen. And not be ashamed of the gospel. Und uns nicht schämen des Evangeliums. Will we be persecuted in Britain? Werden wir verfolgt werden in Britannien? Yes. Ja. Because you've given the kingdom to the devil. Denn wir haben das Reich dem Feind überlassen. But aber can you transform? Könnt ihr es verwandeln? That's what actually happened with the Reformation. Das geschah ja auch mit der Reformation. It's few people with powerful truth. Es war ein paar Menschen mit kraftvoller Wahrheit. Changed Europe. Die haben Europa verwandelt. And made Europe a blessing to the whole world. Und haben aus Europa einen Segen für die ganze Welt gemacht. So, is Islam a threat? Ist der Islam eine Bedrohung? Actually, Islam is under threat. Also der Islam ist eigentlich bedroht. Islam is in deep trouble. Islam hat Riesenprobleme. We need to love them and bless them and bring healing to them. Wir müssen sie lieben und sie segnen und ihnen Heilung bringen. Does that make sense? Macht das Sinn? Okay, thank you. Danke. Take maybe one more question. Vielleicht noch eine Frage. Yes. Ich hätte gerne eine Antwort. I would like to have one answer to the question of the Islam, der Bedrohung ist. So the question is the Islam a threat? I would like to hear yes or a no from you. Islam is a threat to secular Europe. Der Islam ist eine Bedrohung für das säkulare Europa. And secular Europe is a threat to Islam. Und das säkulare Europa ist eine Bedrohung für den Islam. Islam is not a threat to truth. Der Islam ist keine Bedrohung für die Wahrheit. It's a challenge for us to love Islam. Es ist eine Herausforderung für uns, ob wir ihn lieben können. And if we stop being ashamed of the gospel. Und wenn wir aufhören, uns für das Evangelium zu schämen. God will use you to bless and transform the Muslim nations. Dann wird Gott dich gebrauchen, um die muslimischen Nationen zu segnen und sie zu verwandeln. That's why he's bringing the refugees here. Darum bringt er die Flüchtlinge hierher zu uns. Jews were persecuting the church. Jews? The Jews. Die Juden haben die Gemeinde verfolgt. Killed Stephen. Haben Stephanus umgebracht. The church scattered. Und die Kirche wurde zerstreut. The persecuted minority. Und diese verfolgte Minderheit. Which was not ashamed of the gospel. Und die haben sich nicht geschämt für das Evangelium. Started testifying. Die haben angefangen, Zeugnis zu geben. Turned the world upside down. Die haben die Welt auf den Kopf gestellt. So, European church, American church has the capacity. Und die europäische Gemeinde und die amerikanische Gemeinde, die haben die Kapazität, to bless Europe, Europa zu segnen. Revive Europe. Und zu erwecken. And to bless these Muslim nations. Und auch die muslimischen Nationen. So, someone is drowning in the flood. Jemand ertrinkt in den Fluten. You jump in to save him. Du springst rein, um ihn zu retten. Is he a threat to you? Ist das eine Bedrohung für dich? Yes. Ja. If you don't have a life vest. Wenn du keine Rettungsweste anhast. But if you have the savior, aber wenn du einen Retter hast, you will save yourself and him. Dann rettest du dich und ihn. That's my answer. Das ist meine Antwort. Yes. Yeah, that was a mistake. I meant Muslims. Yeah. Also als du gesagt hast, wir sollen den Islam lieben, ich meine, das ist ein Fehler. Wir sollen nicht den Islam lieben, wir sollen Moslems lieben, no, die Menschen. No, Islam is a terrible idea. Also Islam ist eine furchtbare Idee. And once again, the choice here is between the cross and the sword. Und noch einmal, die Entscheidung hier ist zwischen dem Kreuz und dem Schwert. So the chapter on the cross that Marcus referred to. Das Kapitel über das Kreuz, auf das Markus sich bezogen hat. That's the real threat.
Das ist die echte Bedrohung. Once Islam takes over Switzerland, wenn der Islam die Schweiz übernimmt, the cross will be removed from your flank. Dann wird das Kreuz von eurer Fahne entfernt. Sword will be put there. Und das Schwert wird dorthin gepackt. But Switzerland has already given up its faith in the cross. Aber die Schweiz hat ja schon den Glauben an das Kreuz aufgegeben. And that's a problem of the church. Und das ist das Problem der Gemeinde. The church has reduced the cross to a passport to heaven. Die Kirche hat das Kreuz reduziert auf einen Pass in den Himmel. Jesus died on the cross so that I can go to heaven. Jesus starb am Kreuz, damit ich in den Himmel komme. But actually Jesus is saying, take up your cross and follow me in this earth. Aber Jesus hat gesagt, hey, nimm du dein Kreuz auf dich und jetzt folge Paul mir nach. Is shedding tears in Philippians 3:19. Paulus vergießt Tränen im Philipper 3:19. That so many Christians are walking as the enemies of the cross. Dass so viele Christen als Feinde des Kreuzes laufen. It's not about taking up a flag with cross on it. Und das hat nichts damit zu tun, eine Flagge zu erheben, wo ein Kreuz drauf ist. But taking up the cross itself and walking as a follower of the cross. Sondern das Kreuz selber auf sich zu nehmen und als Nachfolger des Kreuzes zu wandeln. Which means loving your enemies. Und das heißt, deine Feinde zu lieben. Those who are beating you. Die, die dich schlagen. Those who are crucifying you. Die, die dich kreuzigen. Those who are nailing you. Die Nägel and reinschlagen. To pray, Father, forgive them. Und zu beten, Vater, vergib ihnen. That's cross. Das ist das Kreuz. That's a means of reconciliation. Das ist ein Mittel für Versöhnung. That's what Syria needs. Das ist es, was Syrien braucht. That's what Libya needs. Und was Libyen braucht. That's what Iraq needs. Und was der Irak braucht. Replace the sword of Islam with the cross of Jesus Christ. Ersetzt das Schwert mit dem Kreuz Jesu. Forgiveness. Vergebt. Reconciliation. Versöhnt euch. Purity. Reinheit. A cross is a symbol of dealing with our sin. Das Kreuz ist ein Symbol dafür, mit unseren Sünden umzugehen. Repenting. Buße zu tun. I told in Indonesia I was telling a story. In Indonesien habe ich eine Geschichte erzählt. Now this is a story. Das ist eine Geschichte jetzt. But it's a true story. Aber eine wahre Geschichte. I was in Holland. Ich war in Holland. And my friend took me to a dairy. Und mein Freund nahm mich mit in ein Milchgeschäft, to buy some milk. Um Milch zu kaufen. There was nobody selling milk. Niemand verkaufte Milch. He just went and opened the tap and filled his jug with milk. Er ging einfach dahin, hat den Hahn aufgemacht, seinen Krug damit gefüllt. Then he closed the tap. Hat er ihn zugemacht. And on a window there was a bowl full of cash, which he took it down. Und am Fenster stand ein Krug voller Geld, den hat er runtergenommen. He took out his wallet. Hat sein Portemonnaie rausgenommen. Took 20 guilders. 20 Gulden genommen. Put it in the bowl. Die da auch in den Krug geschmissen. Took the change. Hat das Wechselgeld rausgenommen. Put it in his pocket. In die Tasche gepackt. Put the bowl back. Hat die Schale wieder hingestellt and picked up the jug and started walking. Und hat seine Milch genommen und ist gegangen. I was shocked. Ich war schockiert. I said, man, if you were an Indian, ich habe gesagt, Mann, wenn du Inder wärst, you would take the milk and the money. Er hat gesagt, du würdest die Milch nehmen und das Geld auch noch gleich mitnehmen. When I told this incident in Indonesia, als ich die Geschichte in Indonesien erzählt habe, da waren 50 Leute. Everybody laughed. Alle haben gelacht. One Egyptian pastor couldn't stop laughing. Ein ägyptischer Pastor konnte nicht aufhören zu lachen. So everybody turned to him. Also alle drehten sich zu ihm um. What's so funny about this? Was ist so lustig an dem? He explained. Er hat erklärt, we Egyptians are cleverer than these Indians. Ja, wir Ägypter sind noch schlauer als die Inder. We would take the milk and the money. Wir würden die Milch und das Geld nehmen. And the cow. Und die Kuh. Because there's nobody there. Weil niemand da ist. But once you take the milk and the money. Aber wenn du mal die Milch und das Geld genommen hast. The dairy owner has to have a sales girl. Dann braucht der Milch Eigentümer braucht ein Verkaufspersonal. Who pays for her? Wer bezahlt die? Me, the customer. Ich, der Kunde. The price of milk goes up. Der Milchpreis wird hochgehen. If customer is dishonest, wenn der Kunde unehrlich ist, why should the seller be honest? Warum soll der Verkäufer eigentlich ehrlich sein? He'll add water to the milk. Er wird noch ein bisschen Wasser in die Milch packen. So now I'm paying for the milk and the girl and the water. Jetzt bezahle ich für die Milch und das Verkaufspersonal so und das Wasser. Protest.
Ich werde protestieren. Government must appoint milk inspectors. Die Regierung muss Milchinspektoren einsetzen. Who will pay for the milk inspectors? Wer bezahlt für die Milchinspektoren? Ich, der Steuerzahler. But if the customer and the supplier are dishonest, aber wenn der Kunde und der Zulieferer unehrlich sind, why should the inspector be honest? Warum soll der Milchinspektor ehrlich sein? He will take bribes, er wird Schmiergeld nehmen and allow adulterated milk to sell. Und er wird zulassen, dass verwässerte Milch verkauft wird. Doesn't pay the bribe, wenn der Milchverkäufer das Schmiergeld nicht zahlt, he will find a fly in the dairy, dann findet er irgendwo eine Fliege in der Milch and he will seal the dairy. Und er wird den Laden dicht machen. Dirty, the milk cannot be allowed to be sold. Und sagen, das ist schmutzige Milch, die darf nicht verkauft werden. So now the dairy owner has to fight a court case. Jetzt muss der Milchbesitzer vor Gericht gehen. So it's better to bribe. Also ist es besser, Schmiergeld zu Who'll zahlen. Pay for the bribe? Wer zahlt für das Schmiergeld? Initially the dairy owner, zunächst mal der Milcheigentümer, aber schlussendlich auch der Kunde. So I pay for the milk, ich zahle für die Milch, for the girl, für das Verkaufsmädchen, für das Wasser, für den Inspektor, und für das Schmiergeld. So I don't have money left, ich habe gar kein Geld mehr übrig, to buy hot chocolate, um heiße Schokolade zu kaufen. So my children don't like the milk. Und meine Kinder mögen die Milch dann gar nicht so my mehr. Children are weaker than the Swiss or the Dutch children. Und meine Kinder sind schwächer als die Schweizer Kinder oder holländische Kinder. Ich habe kein Geld, to take my children to an ice cream party on Saturday. Um meine Kinder am Samstag zum Eiscreme-Essen einzuladen. The man who is making and selling ice cream, der Mann, der Eiscreme macht und verkauft, he's adding value to the milk. Der fügt der Milch ja Zusatzwert That's hinzu. A legitimate economic activity. Das ist eine rechtmäßige wirtschaftliche Aktivität. The girl and the water and the inspector is adding no value. Also der Inspektor, das Wasser und das Verkaufspersonal, das fügt der Milch nichts hinzu. But I don't have the money to patronize legitimate economic activity. Aber ich habe kein Geld mehr übrig, um eine rechtmäßige wirtschaftliche Aktivität wie Eis zu unterstützen. When I pay for all of these things, wenn ich für all die anderen Dinge mein Geld schon I'm ausgeben muss, simply paying for my sin, for my dishonesty. Dann zahle ich eigentlich für meine Sünde, für mein Unehrlichsein. What the cross does, was das Kreuz macht, it changes me. Es verändert mich. I repent of my sin. Ich tue Buße über meine Sünde. I ask Jesus to forgive my sin. Ich bitte Jesus, dass er meine Sünde vergibt, make me holy. Um mich heilig zu machen. Then I go into the dairy shop. Und dann gehe ich ins Milchgeschäft. I don't steal the money. Ich stehle das Geld nicht. So the dairy owner doesn't have to keep a sales girl. Also muss der Eigentümer gar kein Verkaufspersonal anstellen. Milk is cheap. Die Milch ist billig. So my children can drink a lot of milk. Meine Kinder können viel Milch trinken. And a lot of people can produce a lot of milk. Und viele Leute können viel Milch herstellen und verfeinern. The significance of trust. Die Bedeutsamkeit und Wichtigkeit von Vertrauen. People can trust each other. Dass Menschen einander trauen können. That is the impact of the cross. Das ist eine der Auswirkungen vom Kreuz. Cross is not just taking me to heaven. Das Kreuz ist nicht nur, ich komme in den Himmel. Cross is bringing the kingdom of heaven to this earth. Das Kreuz bringt das Reich wie im Himmel auf die Erde. So is Islam a threat to Europe? Ist der Islam eine Bedrohung für Europa? Yes. Ja. Rejection of the sword, rejection of the cross. Eine Ablehnung des Kreuzes is rejection of the holiness, the salvation that Jesus gives, the deliverance from sin. Ist eine Ablehnung der Heiligkeit und der Rettung, der Befreiung von Sünden, die Jesus bringt. It is destruction of building an economic culture of trust. Es ist die Zerstörung dessen, dass man eine wirtschaftliche Struktur von Vertrauen aufbaut. That's the real threat of Islam. Das ist die wahre Bedrohung des Islam. Not just a few bombs going here and there and killing people. Nicht einfach ein paar Bomben, die hier und da Leute umbringen. The secular press doesn't understand the real threat of Islam. Die säkulare Presse versteht die wahre Bedrohung des Islam and nicht. Muslims don't understand. Und die Moslems auch nicht. That's why we've got to explain the cross. Und dann müssen wir das Kreuz erklären. And the power of the cross, which Paul says, it's God's power for salvation. Und die Kraft des Kreuzes, von der Paulus sagt, das ist die Kraft zur Errettung. But let's just go to what I said is the most fundamental problem of Islam. Aber lass uns zu dem gehen, was ich gesagt habe, das grundlegendste Problem des Islam. And that is, und das ist, that Islam has limited God to its logic.
Der Islam hat Gott eingeschränkt auf seine Logik. God has to be bound by my logic. Gott muss durch meine Logik eingebunden sein. So God cannot become man because man is too miserable. Gott kann nicht Mensch werden, weil der Mensch ist zu elend. Is Jesus God? Ist Jesus Gott? What Muslim apologists are saying? Was muslimische Apologeten sagen? That Jesus is not God. Jesus ist nicht Gott. Because he never said I'm God. Denn er hat nie gesagt, ich bin Gott. His disciples say he is God. Seine Jünger sagen, er ist Gott. But he never said he is God. Aber er hat nie gesagt, ich bin Gott. Show me in the New Testament where does Jesus says that I'm God. Zeig mir im Neuen Testament, wo Jesus sagt, ich bin Gott. And it confuses a lot of Christians. Und das verwirrt viele Christen. And I ask my Muslim friends. Und ich frage meine muslimischen Freunde. That suppose Prophet Muhammad comes back. Nehmen wir mal an, Prophet Muhammad kommt zurück. And he says, actually, I'm not a prophet. Und er sagt, eigentlich bin ich kein Prophet. I'm Allah. Ich bin Allah. What will the Caliph do and the devout Muslims do? Was wird der Kalif und die hingegebenen Moslems mit ihm machen? If Muhammad said, I'm Allah. Wenn Muhammad sagt, ich bin Allah. They'll probably behead him. Die werden ihn köpfen. Make a video. Video machen. Put it on the internet. Und ihn ins Internet stellen. Blasphemy. Blasphemy, Gotteslästerung. Now, if a Jewish rabbi said, wenn ein jüdischer Rabbi sagt, I'm not rabbi. Ich bin kein Rabbi. I'm God. Ich bin Gott. What would the Jews do? Was würden die Juden machen? Stone him. Ihn steinigen. But Jesus created problems for the Jews. Aber Jesus hat den Juden Probleme gemacht. He'd been working very hard. Er hat sehr schwer gearbeitet. So he fell asleep in the boat. Er ist eingeschlafen im Boot. A huge storm came. Ein Riesensturm kam. The disciples woke him up. Die Jünger weckten ihn. Don't you care? Hey, kümmert es dich nicht? He got up. Er steht auf. He rebuked the winds and the waves. Er widersteht im Wind und den Wellen, weist sie zurecht. He actually rebuked them, you of little faith. Also zuerst hat er mal die Jünger zurechtgewiesen, ihr Kleingläubigen. I'm with you. Ich bin bei euch. Why are you afraid of storms? Warum habt ihr Angst vor Stürmen? These are no threats. Die sind doch keine Bedrohung. Then he rebukes the wind and the storm. Dann bedroht er den Wind und die Wellen. And they suddenly become still. Und es wird ruhig. And disciples say, who is this man? Und die Jünger sagen, wer ist der Mensch? Jesus doesn't answer. Jesus antwortet nicht. He ignores the question. Er ignoriert die Frage. If he said, I'm God, wenn er sagt, ich bin Gott, therefore the wind and the waves obey me, und darum gehorchen mir Wind und Wellen, they wouldn't find stones in the lake. Die hätten jetzt keine Steine im See gefunden. But they might throw him in the lake. Aber vielleicht hätten sie ihn reingeschmissen. Why should I tell you who I am? Warum soll ich euch sagen, wer ich bin? Glory of God is to conceal a matter. Es ist die Ehre Gottes, eine Sache zu verbergen. That is Proverbs 25:2. Das ist Sprüche 25, Vers 2. The glory of God is to hide. Es ist die Ehre und Herrlichkeit Gottes, eine Sache zu verbergen. The glory of kings is to find out the truth. Und es ist die Herrlichkeit und Ehre von Königen, die Sachen zu enträtseln und herauszufinden. It's your job to find out who is Jesus. Es ist eure Aufgabe herauszufinden, wer ist Jesus. Er wählt die Jünger, not to brainwash them, nicht um ihnen eine Gehirnwäsche zu verpassen, but to let them hang around with him for 3.5 years. Sondern dass sie 3.5 Jahre mit ihm sein können. So they come out. Sie kommen raus. And a ruler comes. Und ein Herrscher kommt. Says, Master, my daughter is very sick. Und er sagt, Meister, meine Tochter ist krank, bitte komm und heil sie. Jesus says, okay, let's go. Jesus sagt, okay, lass uns gehen. Oh, before they reach his home, his servants come running. Bevor sie ankommen, kommen die Knechte schon entgegen. Your daughter is actually dead. Deine Tochter ist schon gestorben. Don't bother the master. Bekümmere den Meister nicht mehr. Because now too many women have come to mourn professionally. Denn es sind jetzt schon professionelle Klagesängerinnen gekommen. They're howling and crying. Und die weinen und heulen. Nobody is going to be able to make tea and coffee for the master. Keiner wird jetzt mehr für den Meister Tee und Kaffee or machen können wine oder Wein oder irgendwas. So don't bother him. So lass ihn doch in Ruhe. We can't entertain him. Wir können ihn jetzt nicht irgendwie da Jesus unterhalten. Ignores them.
Und Jesus ignoriert sie. He says, no, she's not dead, she's sleeping. Er sagt, nee, die ist nicht tot, die schläft nur. We've seen with our own eyes that she's dead. We have felt her pulse. Wir haben mit eigenen Augen gesehen, die ist tot, wir haben ihren Puls gefühlt. You haven't seen her. How do you know? Du hast sie gar nicht gesehen, woher willst du das wissen? Yeah, Jesus doesn't answer. Jesus antwortet nicht. He comes into the ruler's home. Er kommt in das Haus. Asks all these mourning women to get out. Und er schmeißt all die Klagesängerinnen raus. She's not dead. Sie ist nicht tot. She's sleeping. Die schläft nur. They mock him. Die lachen. We are here, we have seen the girl. Wir sind hier, wir haben das Mädchen gesehen. And you are saying that what we have seen isn't true. Und du sagst, was wir gesehen haben, stimmt nicht. And you haven't seen her. Und du hast sie noch gar nicht gesehen. And you know the truth. Und du weißt die Wahrheit. Jesus said, "You just get out." Jesus sagt, geht mal raus. So he takes Peter and James and John and the parents. Er nimmt Petrus, Jakobus und Petrus mit und die Eltern und sagt dem Mädchen: "Rise up." Steh auf. She rises up. Und sie steht auf. Who is this man? Wer ist der Mann? And Jesus doesn't answer. Und Jesus antwortet nicht. He turns the 5 loaves into and feeds 5,000. Er ernährt 5000 Männer mit 5 Broten. The 5 loaves and 2 fish. Und 2 Fischen. And then he says to the disciples. Und dann sagt er den Jüngern. Well, you know, your wives are worried that you haven't gone fishing. Eure Frauen machen sich Sorgen, dass ihr noch nicht gefischt habt. They don't have food to eat. Die haben ja noch nichts zu essen. So why don't you guys fill a basket each and take? Also macht euch doch jeder einen Korb voll und nehmt den mit nach Hause. So they take a basket each to their home, 12 baskets. Und die sammeln 12 Körbe für jeden einen Essen. Their wives are very happy. Und ihre Frauen sind total happy. But people are asking, who is this man? Aber Leute fragen, wer ist der Mann? Who turns water into wine? Wer verwandelt Wasser who in Wein? 5,000 with 5 loaves? Wer füttert 5000 mit 5 Broten? Jesus takes them to Bethany. Jesus nimmt sie nach Bethanien. Martha complains. Martha beklagt sich. If you were here, wenn du hier gewesen wärst, my brother wouldn't have died. Dann wäre mein Bruder nicht gestorben. You're not a good friend. Du bist nicht so ein guter Freund. When we call you, you didn't come. Wir haben dich gerufen und du bist gar nicht you gekommen. Come here when you want some home-cooked food. Du kommst hierher, wenn du gutes Essen willst. And not when we need you. Aber nicht, wenn wir dich brauchen. Jesus says, no, 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 no. Your brother will rise. Und Jesus sagt, nein, 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 dein Bruder wird auferstehen. Oh, yes, I know he will rise on the last day when all the dead will rise. Ja, ja, ich weiß, er wird auferstehen am letzten Tag, wenn alle auferstehen. No, 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 Martha. Nein. I am the resurrection and the life. Nein, nein, Martha, ich bin die Auferstehung und das he Leben. Who believes in me shall live. Wer an mich glaubt, wird leben. There is a time coming. Es wird eine Zeit kommen. When all the dead will hear the voice of the Son of God. Wo alle Toten die Stimme des Gottes hören werden. And those who hear will live. Des Sohnes Gottes. Und die hören, werden leben. Er geht zum Grab. He asks them to move the stone. Und er bittet sie, den Stein wegzurollen. Can't he move the stone? Kann er das nicht? Of course he can. Und klar kann er. He can. He doesn't need you to fill the water in the jars. He can. He who turns water into wine can fill the jars with wine. Er bräuchte auch nicht dich, damit du die Wasserkrüge füllst. Der Wasser in Wein verwandeln kann, kann auch die Krüge mit Wasser füllen. He can turn the air into wine. Er kann auch Luft in Wein verwandeln. But. Aber. You have to believe. You have to obey and do what you can do. Du musst glauben und du musst gehorchen und du musst das tun, was du tun kannst. So they remove the stone. Also rollen sie den Stein weg. Lazarus, und er sagt zu Lazarus, Lazarus, come out. Lazarus, komm raus. Are you crazy? Bist du verrückt? Dead people don't hear. Tote Leute hören nicht. Man, you don't even know what is life and what is death. Mann, du weißt nicht mal, was Leben und Tod ist. His word created this universe. Sein Wort hat das Universum erschaffen. John understands. Johannes versteht. In the beginning was the word. Am Anfang war das Wort. The word was with God. Und das Wort war bei the Gott. Word was God. Und das Wort war Gott. In him was life. In ihm war das Leben. All life came from him. Und alles Leben kam durch ihn. The word became flesh. Und das Wort wurde Fleisch. Dwelt amongst us. Und wohnte unter uns. We saw his glory. Und wir sahen seine the Herrlichkeit. Glory of the only begotten Son of God. Die Herrlichkeit des eingeborenen Sohn des Vaters. So all of these skeptics, including Mary and Martha, are standing there before the tomb of Lazarus. Also all diese Skeptiker, Maria und Martha eingeschlossen, stehen vor dem Grab von Lazarus. And he is saying to the dead man, Lazarus, come out. Und er spricht zu dem Toten, Lazarus, komm raus. And Lazarus comes out. Und Lazarus kommt raus. Does Jesus have to say that I am God? Muss Jesus sagen, ich bin Gott?
He is preaching in his home. Er predigt zu Hause. There are lots of people who have gathered. Viele Leute haben sich versammelt. Some people bring a paralyzed man. Einige bringen einen gelähmten Mann. But the crowd isn't compassionate enough and wouldn't let him come in. Aber die Menge hat kein Erbarmen, dass sie den durchlassen würde. So they climb up the roof of his house. Also klettern sie aufs Dach. Open up the roof. Und machen das Dach auf. Lower that paralyzed man. Und lassen ihn da runter. And Jesus says to that paralyzed man, und Jesus sagt dem Gelähmten, Son, Sohn, your sins are forgiven. Deine Sünden sind dir vergeben. All the theologians sitting there, und alle Theologen, die da sitzen, say, sagen, how can this fellow forgive sins? Wie kann der denn jetzt die Sünden vergeben? Sin is committed of an offense against God. Sünde ist eine Beleidigung Gottes. It's breaking his law. Das ist sein Gesetz brechen. Only he can forgive. Und nur Gott kann Sünde vergeben. If I sin against you, wenn ich gegen dich sündige, he can't forgive me. Dann kann er mir doch nicht you vergeben. Have to forgive dann musst du mir vergeben. So if sin is against breaking God's law, und wenn die Sünde ist, Gottes Gebot zu übertreten, dann kann nur Gott vergeben. So Jesus smiles. Und Jesus lächelt. He says, what is easy? Und er sagt, okay, was ist einfacher? To say that your sins are forgiven or to say rise up and walk. Zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben oder zu sagen, steh auf und geh. Well, it's easy to words are cheap. It's easy to say your sins are forgiven. Ja, Worte sind billig, es ist leicht das eine zu sagen. Nobody knows whether they are forgiven or not forgiven. Und keiner weiß, ob das wirklich geschehen ist. But if I say rise up and walk, aber wenn ich sage, steh auf und geh, everybody will know whether my words have power or not. Dann werdet ihr alle wissen, ob meine Worte Kraft haben oder nicht. Weil er wird entweder das tun oder nicht. But Jesus says to him. Und Jesus sagt ihm. Okay. Okay. Rise up and walk. Steh auf und geh. He does. Und er macht das. People are shocked. Die Leute sind schockiert. What has Jesus said? Was hat Jesus gesagt? Well, he hasn't said I am God. Er hat nicht gesagt, ich bin Gott. They have said that he is God. Sie haben gesagt, nur Gott kann only das God und du bist can Gott. Forgive sin. Nur Gott kann that vergeben. Is true. Das stimmt. That's why I'm forgiving. Und darum vergebe ich. The sin. Die Sünde. So, disciples are seeing all of this. Also die Jünger sehen all das. What do they conclude? Was schlussfolgern sie? Well, they see him crucified. Nun, sie sehen, dass er gekreuzigt wird. They see the soldiers verifying that he is dead. Und sie sehen, wie die Soldaten prüfen, dass they er tot see ist. Him buried in the grave. Und sie sehen, wie er begraben ist. Grave is covered with a stone. Und der Stein davor gerollt wird. Third day, the women are going to with the spices to embalm his body. Am dritten Tag kommen die Frauen mit den Gewürzen und Salben, um ihn zu balsamieren. They say, who will move the stone? Sie sagen, wer wird den Stein wegrollen? But the stone is moved. Aber der Stein ist his schon weg. Body isn't there. Und sein Körper ist nicht mehr da. The angels say he's risen. Die Engel sagen, er ist auferstanden. He appears to Mary Magdalene. Er erscheint Maria Magdalena. And then to Simon. Und dann Simon. And then to the 10 of the disciples. Und dann 10 der Jünger. They are behind closed doors. Die sind hinter verschlossenen Türen. Jesus stands in their midst. Und Jesus plötzlich ist in ihrer Mitte. One who was dead is risen. Einer, der tot ist, ist auferstanden. Thomas is not there. Thomas ist nicht da. They say to Thomas. Sie sagen Thomas. Jesus is risen. Jesus ist auferstanden. He says, no, 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 I'm a skeptic. Er sagt, nee, ich bin Skeptiker. I'm not going to believe these stories. Ich glaube die Geschichten da nicht. Until I can put my fingers in his hand. Bis ich nicht meine Finger in seine Hände my legen kann. Hand in his side where I saw the spear. Und meine Hand in seine Seite, da wo der Speer war. While he's debating. Und während er mit ihnen streitet. Jesus comes. In the door, in the room, which is closed doors. Kommt Jesus in den Raum mit verschlossenen Türen. And he says to Thomas. Und er sagt Thomas. Come. Komm. Put your finger in my holes. Leg deine Finger in meine. Put your hand in my side. Löcher und deine Hand in meine Seite. Now Thomas has a theory. Und Thomas hat eine Theorie. When you are dead. Wenn du tot bist. That's the end. Dann ist es vorbei. Finished. Fertig. You don't live after that. Du lebst nicht danach. But the risen Jesus standing in front of him. Aber der auferstandene Jesus steht vor ihm. What is he going to do? Was tut er? Believe his theory? Glaubt er seiner Theorie? Or believe the fact? Oder glaubt er der Tatsache? He falls on his face. Und er fällt auf sein Angesicht. My Lord. Und er sagt, mein and Herr. My God. Und mein Gott. They asked, who is this man? Sie fragen, wer ist der Mann? Jesus didn't answer. Jesus hat nicht geantwortet. Who is answering? Wer antwortet? Thomas is answering. Thomas antwortet. Paul is answering. Paulus antwortet. He was persecuting Jesus. Er hat Christus verfolgt. He didn't believe that Jesus is living. Er hat nicht geglaubt, dass Jesus he lebt. Was persecuting Christians. Er hat Christen verfolgt. On the road to Damascus. Und auf der Straße nach Damaskus. Jesus appears to him. Erscheint ihm the Jesus, risen Jesus. Der Auferstandene. He is blinded.
Und er wird geblendet. He falls on his face. Und er fällt auf sein Angesicht. And he says, "Who are you, Lord?" Und er sagt, wer bist du, Herr? I'm Jesus, whom you are persecuting. Er sagt, ich bin Jesus, den du verfolgst. I was crucified. Ich war gekreuzigt. I died. Ich starb. I've risen again. Ich bin wieder auferstanden. And I've chosen you. Und ich habe dich ausgesucht. To be persecuted. Dass du verfolgt wirst. And through that to become the light. Und dass du dadurch das Licht wirst. Now Paul's paradigm and worldview is shattered. Paulus Paradigma und Weltanschauung ist total zerstört. He is answering the question, who is Jesus? Er beantwortet die Frage, wer Jesus ist. He is the one who created everything. Er ist der, der alles geschaffen hat. He holds the universe together. Er hält das Universum zusammen. He is the visible image of the invisible God. Er ist das sichtbare Bild des unsichtbaren Gottes. Of all creation. Der Erstgeborene vor aller Schöpfung. He is supreme, er ist sovereign. Überragend souverän. Above all names, powers, principalities. Über alle Namen, Gewalten und Fürsten. That every knee shall bow. Dass jedes Knie sich beugt vor ihm. Every tongue confess. Und jede Zunge bekennt. That Jesus Christ is Lord. Dass Jesus Herr ist. Does Jesus have to say that I'm God? Muss Jesus sagen, ich bin Gott? He says, no. Believe in me because of my works. Er sagt, nein, glaubt an mich wegen meiner Werke. Glory of God is to hide a matter. Die Herrlichkeit Gottes ist es, eine Sache Your zu verbergen. Responsibility is to seek it. Eure Verantwortung ist es, danach zu suchen. Islam's fundamental problem is epistemological. Islams grundlegendes Problem ist epistemologisch. They're not seeking truth. Sie suchen nicht Wahrheit. They want it to be spoon-fed. Sie wollen, dass das mit dem Löffel gefüttert wird. So if somebody says an angel appeared to me, wenn jemand sagt, ein Engel ist mir erschienen, and he told me, und er hat mir gesagt, that Jesus is not God, dass Jesus nicht Gott ist, I will believe that revelation, even though I haven't seen the angel. Dann glaube ich diese Offenbarung, auch wenn ich den Engel nicht gesehen habe. I will believe my logic. Ich glaube meiner Logik. That a man who is crucified cannot be God. Dass ein Mann, der gekreuzigt wurde, der kann nicht I'm Gott not sein. Going to look at the evidence. Ich schaue mir gar nicht die I'm Beweise an. Do the research, ich mache keine Nachforschung. To discover truth. Um Wahrheit zu entdecken. That is what is reflected in the fact that Islam has such little literary output. Und das zeigt sich an der Tatsache, dass der Islam so wenig literarisch It has produziert. Such a poor record of winning Nobel prizes. Und so eine armselige Nobelpreisstatistik. Now, if you want to bless Islam, wenn ihr den Islam segnen wollt, we have to give them this biblical epistemology, dann müssen wir den Moslems diese biblische Epistemologie geben, their minds, um ihren Verstand so aufzutun, that they wail in front of their eyes, dass der Vorhang, der Schleier that vor they ihren Augen, cannot see the glory of God in the face of Jesus Christ, mit dem sie die Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu bisher nicht that sehen können, veil is removed, dass der Schleier weggenommen wird. And they can really begin to see God. Und sie können wirklich anfangen, Gott zu sehen. They can find God's love. Und Gottes Liebe finden. That God loves the world so much. Dass Gott diese Welt so God geliebt hat. Loves Iran. Iran. And Iraq. Und Irak. And Saudi Arabia. Und Saudi-Arabien. And Syria. Und Syrien. And Libya. Und Libyen. That he sent his son. Dass Gott seinen Sohn gesandt hat. Not to bomb those nations. Nicht um die Nationen zu Tode zu bomben. But to put crucify his son, sondern seinen Sohn zu kreuzigen. Make his the lamb, make him the lamb that takes away the sin of the Muslim world. Und aus ihm das Lamm zu machen, was auch die Sünde der muslimischen that Welt is what is going to emancipate the Muslim world. Und das wird die muslimische Welt emanzipieren. And that is what we've got to do. Und das ist, was wir Now, tun müssen. You must read the section in the book. Ihr müsst diesen Abschnitt im Buch lesen. How cross is eyewitness account. Das Kreuz ist Augenzeugenbericht. Cross is not a story. Das Kreuz ist nicht Geschichte. It is asking people to seek the truth, find the truth, believe the truth. Es ist Leute zu bitten, die Wahrheit zu suchen und zu finden the gospel und zu glauben. Is that Jesus died on the cross. Das Evangelium ist, dass Jesus am Kreuz starb gemäß der Schrift. Für unsere Sünden. Er wurde begraben und er auferstand am dritten Tag gemäß der Schrift. Das ist nicht eine Geschichte. Das ist ein Augenzeugenbericht. Und das muss verkündet werden. Ich muss aufhören. Danke, dass ihr gekommen seid.
pause and pray for the Muslim world. Lasst uns doch einen Augenblick innehalten und beten für die muslimische Welt. The refugees here. Und für die Flüchtlinge hier. That they will become not blind believers. Dass sie nicht blinde Gläubige werden. But curious seekers after truth. Sondern neugierige Suchende nach der Wahrheit. They will ask the question, who is this man? Dass sie Fragen stellen, wer ist der Mann? And come to know the truth. Und dass sie die Wahrheit kennenlernen. After seeking and finding it. Nachdem sie suchen so und sie their finden. Minds may be opened. Damit ihr Verstand aufgetan wird. So would you close us in prayer? I can do this. Thank you. Vater, wir danken dir, dass du in Jesus uns deine Liebe gezeigt hast und auch uns deine Wahrheit offenbart hast. Und dass du uns dein Wort geschenkt hast. Und nicht nur uns, sondern der ganzen Welt. Und Vater, wir beten, dass du uns befähigst, dass wir sehen können, aber auch, dass wir verkündigen können und dass wir lieben können. Dass wir unser Kreuz auf uns nehmen, um diese Welt zu erreichen. Ich danke dir, dass du sagst, dass vollkommene Liebe alle Furcht austreibt. Und dass wir uns nicht leiten lassen von Bedrohung und Angst, sondern leiten lassen von dem, wie du zu dieser Welt gekommen bist und dass wir so gehen können. Wir beten für die islamische Welt und für die Moslems im Irak, in Syrien, im Mittleren Osten und auch hier in Europa, dass du sie sehen lässt und dass du uns zum Zeugnis setzt für sie, damit sie ein Segen sein können und wir ein Segen sein können für die Nation und für die ganze Welt. Amen.